Die kleine Kapelle steht im Gommes, genauer gesagt in Reckingen, so auf einer kleinen Anhöhe. Ich wandere gern dort rauf. Es ist so ein besonderer Ort für mich. Ich genieße den Blick ins Tal, zu den Häusern vom Dorf, zu den Viehweiden. Und die Wanderwege, die von hier aus weitergehen, die laden mich ein für ein nächstes Abenteuer. Für mich kommt ein bisschen Himmel und Erde zusammen. Die Menschen im Goms haben so ab Mitte 17. bis etwa Mitte 18. Jahrhundert ca. 100 von diesen Kapellen gebaut. Sie hatten Geld, sie haben sich das leisten. Es war ihnen auch wichtig. Mit vielen von diesen Kapellen ist auch noch eine Sage oder eine Geschichte verknüpft. Mit dieser Kapelle hier ist die Geschichte von einem Mann verknüpft, der häufig hier oben gebeten ist. Einmal hat er im Traum vernommen, dass ein bisschen weiter unten in einer Grotte ein Schatz verborgen sei. Der Traum hat sich wiederholt. Und daraufhin ist der Mann zu dieser Grotte gegangen und hat gehofft, dass er diesen Schatz findet. Kaum ist er dort, fängt die Erde an beben und riesige Steinblöcke erschlöhnen ihn fast. Er flüchtet, ohne den Schatz gesehen zu haben. Und in seinem Schreck vertraut er sich einem Priester an und erzählt die ganze Sache. Der Priester macht ihm den Mut, es doch nochmals zu probieren. Er macht sich tatsächlich nochmal auf den Weg. Aber er verspricht, falls er den Schatz finden und bergen könnte, würde er genau hier eine wunderschöne Kapelle anbauen. So ist es dann auch geschehen. Trotz bedrohlicher Erdbeben und Steinblöcke ist es ihm gelungen, den Schatz zu bergen. Dann ist er wirklich hingegangen und hat die Kapelle bauen. Es war so ein Dankeschön für das Wunder, das er hier erlebt hat, und auch für die Bewahrung. Sichtbar, dankbar. Der Mann hat sein Erlebnis also nicht für sich behalten. Er hat davon erzählt. Er hat über das Wunder erzählt, über die Bewahrung und hat ein Zeichen gesetzt. Dank ihm können wir diesen Ort hier oben auch als einen wunderbaren Ort entdecken und erleben. Jetzt, heute ist es ja so, dass die Menschen meistens jammern über das, was in ihrem Leben so alles schief läuft. Aber die Wunder, die ja irgendwo auch passieren, und die Bewahrung, die wir ja alle auch irgendwo erleben, vergessen wir die? Merken wir das gar nicht? Was wäre jetzt, wenn wir unsere Dankbarkeit für all das Gute, das wir erleben, auch so einen Ausdruck würden geben, auch ein Zeichen würden setzen? Es muss ja ehrlich gesagt nicht gerade eine Kapelle sein. Es kann auch eine schöne Pflanze sein, ein besonderer Stein. Und wenn wir dem einen speziellen Platz geben, bekommt auch unsere Dankbarkeit ihren Ausdruck. Und darüber erzählen, tönt anders und tut uns besser als jammern.